Indien. Mit 1,3 Milliarden Menschen ist die weltgrößte Demokratie ein faszinierender Markt für die Werkzeugmaschinenbranche. Nach Jahren beneidenswerter Wachstumsraten schwächelt derzeit der indische Subkontinent. Experten gehen jedoch von einer schnellen und deutlichen Erholung aus. India is an emerging market. Indien ist ein aufstrebender Markt. Wir werden ein Wachstum von mehr als 10% erzielen. Unser Unternehmen wird wahrscheinlich sogar um 15% anwachsen. Vor allem die junge und konsumfreudige Bevölkerung spricht langfristig für eine signifikante Ausweitung der Produktion. Und da der indische Werkzeugmaschinenmarkt zu über 81% durch Importe abgedeckt wird, kann sich die deutsche Industrie auf eine spannende Zukunft freuen. Eine Zukunft, die auch für den deutschen Nachwuchs immer interessanter wird. Virtual Engineering und Vollautomation sind Stichworte, mit denen die VDW Nachwuchsstiftung Jungen und Mädchen für die Welt der Maschinen begeistern will. Wir sind seitens der VDW Nachwuchsstiftung hier auf der EMO in Hannover mit zwei großen Themen unterwegs. Wir möchten auf der einen Seite die jungen Menschen für unsere Branche und unsere Anwender begeistern. Wir haben hier spannende Berufe zu bieten und das ist vielen jungen Menschen nicht bewusst. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch die Innovationsgeschwindigkeit unserer Branche in die berufliche Bildung übertragen. Über 7000 junge Menschen und 2500 Lehrer und Pädagogen sind von der VDW Nachwuchsstiftung eingeladen, um sich auf der diesjährigen Sonderschau Jugend über modernste Fertigungstechnik zu informieren und sich davon zu überzeugen, dass dies eine Branche mit viel Zukunftspotenzial ist.